Wir haben viel darüber gesprochen, was die ja, in diesem Bereich der neuronalen Netze für die Sprachverarbeitung alles gemacht wurde. Vieles davon war sehr empirisch. Man hat verschiedene Architekturen ausprobiert und ja, alles, was irgendwie besser funktioniert, wird publiziert. Aber manchmal sind die Unterschiede qualitativ dann am Ende doch sehr, sehr klein, sehr stark von den konkreten Datensätzen abhängig. Mit einem neuen Datensatz gibt es wieder neue Methoden, die besser funktionieren, wobei eben nicht immer klar ist, wie viel dann wirklich die Methode verbessert und wie viel einfach nur die entsprechend verwendeten Daten etwas anders gelagert sind. Warum bestimmte Sachen besser funktionieren als andere, wissen wir oftmals nicht, sondern es wurde eben experimentell bestimmt, dass Mean Pooling hier besser funktioniert, das andere Mal Max Pooling, das eine Mal LSTM, das andere Mal Gated Recurrent Units. Das ist alles ein bisschen schade. Umgekehrt haben wir aber natürlich qualitativ massive Vorteile bekommen, Fortschritte erzielt. Wir haben echt tolle Möglichkeiten inzwischen, hier Sprache automatisch zu verarbeiten, auch wenn es aber immer ein bisschen ein ja, Glücksspiel fast schon ist, wie gut es denn konkret funktioniert. Und wir haben dann auch wenig Möglichkeiten, das selbst noch viel zu verbessern, denn wir können kein besseres BERT-Modell trainieren. Wir können uns den Rechenaufwand kaum leisten, BERT nochmal neu zu trainieren, und die Modelle wie GPT-2 oder GPT-3 kann man praktisch selbst gar nicht mehr trainieren. Und das wird sich auch nicht ändern in den nächsten Jahren. Wir haben zwar enorme Fortschritte erzielt bei der Rechenleistung, aber wir können damit nicht einen Cluster von 10.000 Hochleistungsgrafikkarten auf einmal in einen Desktop-PC oder in ein Handy bringen. Und man muss sich klar machen, hier wird sehr, sehr stark auf einer Benchmark-Ebene gearbeitet. Es kommen neue Benchmarks raus, und wenn es neue Benchmarks gibt, gibt es neue Gewinner. Das spricht eigentlich dafür, dass die Ergebnisse vielleicht doch auch Glück sind im gewissen Sinne. Das findet man in verschiedenen Publikationen auch durchaus angedeutet. Ich habe hier ein paar Zitate eingebaut. Success turns out to be largely benchmark specific. And we conclude that the current neural network models are not able to generalize in capturing the semantics of natural language inference, but seem to be overfitting to the specific data set. Heißt, die Modelle sind dann doch nicht ganz so, ja, generell, wie wir es gerne hätten, auch wenn das jetzt mit den letzten Jahren mit GPT 2 und 3 durchaus noch mal ein bisschen besser geworden ist. Viele Sachen vor sind dann doch für einen Benchmark optimiert und nicht unbedingt für die Realität. Und auch viel von dem Feintuning, was notwendig ist, ist sehr anwendungsspezifisch. Das heißt, der große Traum von einer generellen künstlichen Intelligenz ist noch ziemlich weit weg. GPT-3 wird da gerne als ein großer Schritt in diese Richtung angesehen, unter anderem, weil man bei GPT-3 weniger stark, sage ich mal, noch dieses Feintuning macht. Man kann es sich nicht leisten, sondern das Modell ist darauf trainiert, mit Hilfe von diesen Separatoren und ähnlichem eine Art Frage gestellt zu bekommen. Ich kann ihm ein Beispiel eingeben, was es machen soll. Ich gebe ihm einen Satz auf Englisch, einen Satz auf Französisch, gebe ihm einen weiteren Satz auf Englisch und bekomme dann eben als Antwort typischerweise einen weiteren Satz auf Französisch. Das heißt, ich habe ihm in einem gewissen Sinne die Anweisung erteilt, hier übersetze mir diesen Satz und jetzt übersetze. So geht übersetzen, und jetzt übersetze mir den anderen Satz. Viel von der Kunst, das dann zu verwenden, ist aber diese Anfrage so gut zu formulieren, dass das Netz dann auch wenigstens meistens das gewünschte Ergebnis macht. Aber wer sagte mir, dass es dann nicht doch auf einmal zwischen den französischen Sätzen mir einen spanischen Satz als Antwort liefert? Ich habe keine Kontrolle darüber. Und das ist ein bisschen das, ja, das Traurige auch daran. Benchmarks haben nicht die Anforderung, dass man das Problem dahinter verstanden hat. Ich kann einen Benchmark auch lösen, wenn ich nur sehr, sehr gut rate. Und da über die Art und Weise, wie diese Benchmarks erzeugt wurden,
kommen da ziemlich viele Probleme rein. Sodass eben beobachtet wurde zu dem Thema, bei einem Benchmark zum Thema Leseverständnis, dass man in vielen Fällen die Frage, die gestellt wird, beantworten kann, ohne überhaupt die Frage zu kennen. Das ist so typisch bei so einem Multiple Choice. Also nehmen Sie an, Sie haben eine Multiple Choice Aufgabe und die kriegen die Frage gar nicht gezeigt. Sie sehen nur vier Antworten. Dann können Sie überraschend oft, wenn Sie den Themenkomplex kennen, aus diesen vier Antworten die richtige auswählen, ohne die Frage zu kennen. Wenn ich mit so einem Benchmark versuche, das Leseverständnis von meiner Frage zu prüfen, ist das eben auch ja, nicht so ganz klar, ob das erfolgreich ist. Was hier ein bisschen reinspielt, ist, dass viele von diesen Aufgaben, viele von diesen Datensätzen über sogenanntes Crowdsourcing entstanden sind. Das sind also nicht unbedingt so ganz reale Daten, sondern da wurden bestimmte Fakten zum Beispiel aus einer Datenbank ausgewählt und dann Benutzern im Internet gegen eine geringe Entlohnung die Aufgabe gestellt, zu diesem Fakt eine Frage zu stellen. Das kann zu einer Wikipedia-Seite sein, das kann aber eben auch ja, einfach nur zu einem kompakten Triple oder so etwas sein. Gibt auch so mit diesen Entailment-Aufgaben, die ich vorhin erwähnt habe. Also aus Satz A folgt Satz B, Satz A widerspricht Satz B oder Satz A hat nichts zu tun mit Satz B. Diese Folgerungen und diese Widersprüche sind eben auch zum Teil von solchen Freiwilligen gegen geringe Entlohnung im Netz entstanden. Das heißt, sie bekommen einen Satz vorgegeben und sollen jetzt eine Schlussfolgerung daraus aufschreiben. Das sind sehr, sehr oft sehr triviale Schlussfolgerungen. Umgekehrt auch die Widersprüche. Also ich kriege sozusagen den Satz gegeben, Künstler A hat das Album B im Jahr 73 veröffentlicht. Und jetzt soll der Nutzer dazu einen Widerspruch sich ausdenken. Dann wird man eben sehr viele Sätze kriegen, wo entweder ein anderer Künstler oder ein anderes Album oder ein anderes Jahr drin steckt. Das sind natürlich jetzt keine besonders wertvollen Kombinationen und ich trainiere damit unter Umständen eher den Mechanismus, mit dem diese Daten erzeugt werden. Dass also ein Satz vorgegeben war und eine Variation davon von einem Menschen erzeugt wird. Denn dass es wirklich anspruchsvolle Kombinationen sind, wo diese Unterscheidung auch für den Menschen schwierig wäre. Und dadurch, dass eben ja, diese Sätze schon fast mit minimalem Aufwand die Trainingsbeispiele erzeugt wurden, trainiere ich letztlich meine künstliche Intelligenz auf genau diese einfachen Fälle. Und selbst die, die ein bisschen fortgeschrittener sind, werden dann oft nicht davon wirklich abgebildet. Das ist jetzt hier in dem dritten Zitat enthalten. Current Natural Language Inference Systems are limited in their generalization ability, failing to capture many simple inferences. Es fängt damit an, dass wenn Sie so ein System fragen, was ist 3 plus 7, Sie allzu oft nicht die Antwort 10 kriegen. 3 plus 7 wird wahrscheinlich noch gehen, weil das statistisch gesehen sehr, sehr oft mit 10 zusammen vorkommen wird in den Trainingsdaten. Das heißt, das wird noch gehen. Aber nehmen Sie etwas seltener vorkommende, etwas größere Zahlen, dann können diese Systeme natürlich nicht rechnen. Sie haben auch mit recht einfachen Schlussfolgerungen dann schon Probleme. Also auch so etwas aus A folgt B und aus B folgt C wird allzu oft nicht erkannt, wenn es nicht diesem ganz einfachen Schema entspricht, das eben in den Trainingsdaten künstlich erzeugt wurde. Unten wird jetzt genau auf dieses Crowdsourcing und Mechanical Turk-Problem eingegangen. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Negation wird da zum Beispiel auch sehr, sehr gerne angewendet, um ein negatives Beispiel zu erzeugen. Und dann überschätzt man eben, wie gut es in der Praxis funktioniert, weil der Benchmark zu leicht ist
und zu sehr Schema F folgt. Auch dieser Begriff von einer Kohärenz spielt eine große Rolle. Wenn wir über die neuen Sprachmodelle einen Text erzeugen lassen und den von einem Menschen bewerten lassen, dann wird der Text vom Menschen oft als relativ kohärent wahrgenommen. Das liegt aber auch an unserer eigenen Erwartungshaltung. Unser Textverständnis basiert auf einer Kohärenzannahme, dass wir nicht irgendwelche willkürlichen Sätze bekommen, sondern dass diese Sätze schon irgendwie zusammenhängen. Und dann schließen wir daraus, wie Sachen zusammenhängen könnten, solange bis es für uns irgendwie Sinn macht. Das heißt, die Kohärenz kommt vielleicht gar nicht so sehr aus dem Generator, sondern viel oftmals auch von dem Leser, sprich von uns. Und wir nehmen den Text kohärenter wahr, als er erzeugt wurde. Das eben hier als Kohärenz ist in the eye of the beholder formuliert wurde. Eine sehr aktuelle Arbeit. Wenn ich mich nicht irre, ist das eine Arbeit, über die Google zwei ihrer Ethical AI-Experten letztlich ja, gefeuert hatte, was zu einem sehr großen Aufruhr, sage ich mal, in der Google KI-Community geführt hatte. Bias ist allgemein ein großes Problem in den neuronalen Netzen, insbesondere weil es uns sehr schwer fällt, diese Sachen wirklich zu kontrollieren, wenn wir nicht wissen, wie die Modelle dahinter im Inneren ticken, sondern unsere neuronalen Modelle sind immer noch ziemliche Blackbox-Modelle. Wir haben ein bisschen Introspektionstechniken, mit denen wir ja, beobachten können auf genug Daten oder auf einzelnen Beispielen, warum sie bestimmte Fehler machen, aber wir können es selten steuern, wie und was sie genau an Fehlern machen. Und da ging eben 2015 ein Fall groß durch die Medien, ausgelöst durch einen Tweet mit einem Screenshot auf der linken Seite, wo also ja die Personen unten in der Mitte von Google als Gorillas gelabelt wurden. Das ist ein Screenshot von Google Fotos, das ja automatisch versucht, die Bilder zu organisieren. Und das ist natürlich ein absoluter GAU für so ein System, was hier passiert ist. Hat auch eine extrem negative Publicity für Google verursacht. Da waren die also nicht sehr, sehr glücklich. Sie haben dann relativ schnell reagiert. Und anscheinend ist das zumindest 2018 immer noch ja, diese Notlösung da. Wir haben es anscheinend nicht ganz unter Kontrolle bekommen, sondern die Lösung war schlicht und einfach, es werden grundsätzlich keine Bilder mehr von Google Fotos als Gorilla gelabelt. Im Zuge wurden auch noch Schimpansen und Chimps, also letztlich das gleiche Wort, aber im Englischen werden halt beide ganz gerne verwendet, wurden also auch noch weiterhin zensiert. Das wurde dann hier mal ausprobiert. Man hat einfach gezielt Fotos aus dem Zoo hochgeladen mit Gorillas und Schimpansen und geschaut, ob Google Fotos diese Bilder labelt. Und die wurden auffällig nicht gelabelt. Und wenn man die Bilder in eine API, Cloud Vision API, liefert, kriegt man durchaus Labels wie Gorilla zurück. Das heißt, das System hat aus den echten Gorillas auch nach wie vor Gorillas erkannt. Ich weiß nicht, ob es anders ausprobiert wurde. Aber also im Prinzip könnte es Gorillas erkennen, aber es ist nach wie vor auf einer schwarzen Liste. Es dürfen hier keine Gorillas ausgegeben werden. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, wie man sich vorstellt, dass ein KI-System repariert werden sollte, indem man es zensiert. Das gibt es in vielen weiteren Fällen. Auch das hier hat zu ziemlich viel Lachen in den Medien geführt. In diesem Fall war es aber eher jetzt ein Forschungsarbeit und ein Forschungsbeispiel im Bereich des sogenannten Supersampling. Wir haben also ein Bild und wir möchten die Auflösung, die Qualität des Bildes erhöhen. Ich habe hier, weil das genau das Beispiel ist, also durch die Medien ging, ich habe von White House Webseite ein Bild von Barack Obama, ein offizielles Bild heruntergeladen, habe den gewünschten Ausschnitt gewählt. Das ist also nicht irgendwie bewusst klein ausgeschnitten, sondern
Da sollen so eine Art Passbildausschnitte gewählt werden und mit einer niedrigen Auflösung, das ist das Bild auf der rechten Seite, ich habe das auch nochmal runterskaliert. Das Bild ist natürlich immer noch Barack Obama, jetzt nur etwas pixelig. Und dieses Bild kann man in ein neuronales Netzwerk laden, um anschließend eine hochauflösende Version von diesem Gesicht zu bekommen. Das erinnert so ein bisschen an das, was man in manchen CSI irgendetwas in Serien auch gesehen hat, wo dann in irgendeiner Spiegelung auf irgendeinem Kamerabild winzig klein noch irgendwie jemand zu sehen ist und mit magischen Computerprogrammen hochgerechnet wird und man erkennen kann, welche Person das war. Das funktioniert aber halt auch nur mit viel Raten, wie wir hier sehen können gleich. Also hier, wenn wir Barack Obama in dieses Netzwerk füttern, bekommen wir das Bild hier auf der rechten Seite. Man sieht natürlich, die Geometrie des Bildausschnittes kommt noch ganz gut hin. Auch so die Position von Mund, Nase, so etwas ist ganz okay getroffen. Es wird auch darauf trainiert, dass es, wenn man das Bild verkleinert, dem Linken wieder ähnlicher sieht. Aber aus Barack Obama hat dieses Netzwerk also hier einen Weißen gemacht. Und das war jetzt nicht durch Ausprobieren einfach, ich möchte ein negatives Beispiel finden, sondern das war mein erster Versuch. Und dann habe ich noch ein paar weitere Versuche gemacht und auch im zweiten, dritten und vierten Versuch. Man sieht, es kommt jeweils ein bisschen ein anderes Bild raus durch die zufälligen Startwerte. Aber es ist eigentlich immer eher ein Bild, wo man sich denken könnte, ist es vielleicht irgendwie ein Fußballer oder so, aber ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aus welchem Verein. Also für mich schauen diese Bilder hier rechts alle irgendwie so ein bisschen aus wie die typischen Mugshots von einem Fußballer. Aber ja, keines ist hier richtig gut. Das muss man schon ganz klar sagen. Die Nasenform ist vielleicht gerade auch bei dem rechts unten und Haaransatz vielleicht gar nicht so schlecht getroffen. Aber dieses Modell hat offensichtlich einen starken Bias da drinnen, auf weiße Gesichter zu reagieren, zu bevorzugen, auch wenn es ihm nicht passend ist. Und das ging eben auch wieder durch sämtliche Medien, also White Barack Obama und AI's Racial Bias Problem in a Nutshell. Also dieses Netzwerk ist halt wahrscheinlich zu sehr auf den Bildern mit Weißen trainiert, wobei durchaus eine gewisse Diversität eben schon in den Trainingsdaten wohl drinnen war. Ich hatte irgendwo mal eine Zusammenfassung gesehen, auf was es trainiert ist. Das ist nicht so extrem, wie man erwarten würde. Es ist nicht nur auf weißen Bildern trainiert. Wahrscheinlich ist sogar Barack Obama selbst mit enthalten gewesen. Auf jeden Fall, ich glaube, es waren sehr viele Promis-Bilder, auf denen es trainiert wurde. Also insofern könnte er da sehr gut sogar enthalten sein. Dennoch ist das noch ein Problem und es ist eben auch nicht so leicht, das wirklich zu steuern. Und das Ganze spiegelt sich auch in Texten wider. Wir hatten wiederholt Fälle, wo mit diesen tiefen neuronalen Netzen wir Chatbots hatten, die sich sehr fragwürdig geäußert haben. Das gab es auf Reddit, wo so eine Philosopher-AI zum Beispiel mal eine Zeit lang reingeschickt wurde, die zum Teil sich dann auch, was ich, sexistisch, rassistisch und ähnlich geäußert hat, weil es eben auch in den Trainingsdaten drinsteckt, mit denen es gefüttert wurde. Wenn ich mit einem großen Buchdatenbestand arbeite, dann ist da im schlimmsten Fall auch noch so ein Buch wie Mein Kampf enthalten oder so etwas. Darauf möchte ich vielleicht nicht unbedingt eine KI trainieren. Aber es gibt viele, viele Fälle, wo wir in den Sprachen unerwünschte Formulierungen drin haben, ungeschickte Formulierungen drin haben, die dann genau auch wieder aufgeschnappt werden. Und dadurch kann ich mich eben nicht darauf verlassen, dass das Sprachmodell dann die Sprache auch wirklich so verwendet, wie ich das gerne hätte. Hier in Deutschland ist das ganze Thema Gendern gerade ein sehr, sehr großes Ding. Möchte ich also hier eine möglichst neutrale Sprache verwenden, damit ich eben auch Minoritäten irgendwie stärker einbette. Das heißt, ich versuche zum Beispiel gezielt lieber Studierende zu sagen, statt jetzt halt irgendwie Studenten. Das ist eine Kleinigkeit, aber ich hätte das sozusagen ganz gerne drinnen. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wo halt, sage ich mal, der Sprachfluss sich nicht allzu sehr ändert. Das ist ja so der Hauptkritikpunkt an dem Gendern, dass es die Sprache, den Sprachfluss auch ein bisschen bricht, dass es die Sprache holpriger machen würde. Deswegen lehnen das hier manche ab. Ich sehe eigentlich durchaus
wünschenswert, hier sage ich mal eher ein bisschen integrierender einzuwirken. Aber genau das ist so ein Punkt, wo ich mich dem nicht mehr auf eine KI dann verlassen kann. Dass das auch nur irgendwie konsequent gemacht wird, aber auch nicht, dass es auch überhaupt versucht wird, sondern wenn ich eine KI trainiere, dann wird ein Großteil meiner Trainingsdaten eine ältere Sprache sozusagen auch betreffen und verwenden und dann vielleicht eben nicht unbedingt das sein, was ich möchte. Man hat so ein bisschen damit experimentiert. Hier gab es mal einen Google-Blogpost zum Beispiel, wo sie versucht haben, in den Google Translate hier weniger solche Inferenzen automatisch einzumachen. Also früher wurde eben anscheinend aus dem Türkischen dieses dieser Doktor erzeugt. Wobei ich kann jetzt kein Türkisch, also könnt gerne mir Bescheid sagen, wenn das so nicht stimmt, das mit dem Beispiel, dieser Satz vielleicht eben genau eigentlich kein Geschlecht enthält, keine Aussage darüber trifft. Das heißt, man kann halt eben auch, es kann auch bedeuten, sie ist eine Doktorin. Im Englischen wird jetzt hier das Doktor auch nicht weiter dekliniert, aber he oder she ist eben beides korrekte Übersetzungen eigentlich von diesem Ausgangstext. Und ohne Kontext weiß ich nicht, welche von den beiden richtig ist. Dementsprechend ist es eben dann auch gegebenenfalls sinnvoll, beide anzugeben. Und das kann natürlich noch, sag ich mal, stärker sich auswirken, wenn das Wort hinten dann nicht gleich ist. Also man kann hier in diesem konkreten Beispiel natürlich gut argumentieren, wenn ich dem Nutzer den Satz hieß, der Doktor vorschlage, dann ist es in seiner eigenen Verantwortung, den gegebenenfalls anzupassen auf schieße Doktor, weil er den Kontext kennt. Aber es kann ja sein, dass es hinten auch bei dem Begriff Doktor, Doktorin, gegebenenfalls eben unterschiedliche Versionen gibt und das könnte ja auch noch stärker divergieren. Und ähnliche Bias-Probleme existieren halt in fast allen Datensätzen und dadurch in fast allen Modellen. Und die sind auch nicht leicht herauszurechnen. Ich darf das nicht einfach blind alternativ vorschlagen, denn während sie ist schwanger sehr viel Sinn macht, macht der Satz, er ist schwanger, keinen so richtigen Sinn. Das heißt, ich kann das, darf das nicht pauschal einfach immer beide Alternativen erzeugen. Das ist auch nicht so richtig clever. Ein weiterer Punkt, der jetzt auch die letzten Jahre erst so richtig groß geworden ist, ist das ganze Thema von Energie. Der so ein Forschungsbereich hier an der TU Dortmund, dazu ist natürlich jetzt schon seit doch längere Zeit an diesem Thema dran, aber das ist jetzt ein Thema, das gerade stark im Kommen ist und das immer mehr eben in den Medien auch beachtet wird, in den Publikationen beachtet wird, weil diese neuen Sprachmodelle einfach extrem ressourcenaufwendig sind. So gibt es eben die Abschätzung der Aussage, dass wenn ich auf einer Grafikkarte das BERT-Modell neu trainiere, das etwa so viel CO2 erzeugt wie ein Transamerican Flight, also meinetwegen von Ostküste zur Westküste, also schon so ein Mittelstreckenflug, schon fast Langstrecke. Klar, ich kann meinen Strom hoffentlich eben auch CO2-neutral gewinnen, aber dennoch ist eben dieser Energiebedarf nicht unerheblich von diesem Modell. Und die entsprechend größeren Modelle, BERT war ja noch relativ klein, wir brauchen eben auch viel, viel mehr Ressourcen. Zunehmend wird ein sogenanntes Hyperparameter-Tuning notwendig und gemacht. Das heißt, es wird nicht ein solches Modell trainiert, sondern es werden für ganze Parameterkombinationen 10 mal 10 mal 10 Modelle trainiert. Und dann habe ich natürlich hier auf einmal den tausendfachen Ressourcenbedarf. Und dann kommen wir langsam in erschreckend große Zahlen, die da ja rausgepulvert werden letztlich an Rechenleistung. Es wird nicht viel nachgedacht, hat man manchmal das Gefühl, sondern es wird einfach versucht, mit mehr Rechnen hier noch in dem Benchmark ein kleines bisschen besser zu werden. Und da stellt sich schon die berechtigte Frage, ob das noch eine ethische Vorgehensweise ist, hier für den Benchmark, für irgendeine Publikation derartige Ressourcenverschwendung zu betreiben. Die Anwendung der Modelle später ist
wesentlich günstiger. Das müssen Sie nicht unbedingt auf einer GPU machen. In manchen Fällen kann man das sogar dann schon auf einer CPU durchführen mit vertretbarem Aufwand. Aber gleichzeitig wollen Sie natürlich so eine Inferenz meistens eben nicht nur einmal machen, sondern eben beispielsweise 10.000 Mal, weil Sie hier 10.000 Simpsons-Artikel analysieren. Und dann muss ich es vielleicht dort auch nicht nur für jedes Dokument machen, sondern für jeden Satz. Dann habe ich vielleicht auch 100.000 oder 200.000 Mal. Und auch das läppert sich dann irgendwann. Hier, ja, die Datenmenge Simpsons ist da zum Glück noch recht vertretbar. Und so wurde eben, ja, abgeschätzt, dass das Trainieren von dem GPT-3-Modell, das aktuell so eins der populärsten gerade ist, ein einzelner Trainingsdurchlauf potenziell 12 Millionen Dollar kosten könnte. Es gibt auch niedrigere Schätzungen, die sich im Bereich von 4 bis 5 Millionen bewegen. Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Tarif man ansetzt. Das ist immer dann gerechnet mit einem Cloud-Dienst. Das heißt, wenn ich die entsprechende Rechenleistung beispielsweise bei Google, Amazon oder bei Microsoft mieten würde. Und das war natürlich in diesem Sinne günstiger für die Firma OpenAI, die dieses GPT-3-Modell gemacht hat. Die haben wahrscheinlich einen deutlich besseren Tarif bekommen. Microsoft hat da in der Cloud wohl 10.000 Grafikkarten in einem Hochleistungscluster genau für solche Zwecke. 10.000 Nvidia-Hochleistungsgrafikkarten ist aber auch eine Menge an Energiebedarf. Das muss man sich auch klar machen. Und auch ein erheblicher Kostenfaktor. So hat in einem Interview wohl der Chef da von OpenAI, CEO von OpenAI, bestätigt, dass die Trainingskosten für dieses GPT-3-Modell eher eben mehrere Zehner von Millionen gekostet haben, also dort über 10 Millionen Dollar. Das ist also nicht gerade günstig und das ist auch nichts, was Sie mal ohne Erfahrung kurz nebenbei machen. Für Ihre Masterarbeit ein GPT-3 nachzutrainieren oder so etwas ist natürlich absolut unmöglich. Und auch eine typische Uni wird mit ihrer Ausstattung kaum in der Lage sein, hier mitzuhalten. Und das ist durchaus auch ein Problem. Denn wir werden zunehmend abhängig von den Firmen, die noch die Ressourcen haben, diese Modelle zu trainieren. Das sind halt im momentan Facebook, Google, Amazon, Uber vielleicht gerade noch zur Zeit, vielleicht auch mal Tesla oder so etwas. Oder eben dann in China auch zunehmend Baidu, Tencent und diese Firmen, die haben momentan das Geld so locker sitzen, dass sie in der Lage sind, hier mal kurz 10 Millionen Dollar auszugeben, um ein Sprachmodell zu trainieren, das vielleicht auch in 2 Jahren, 3 Jahren schon wieder überholt ist. Das GPT-3-Modell können Sie aber jetzt auch nicht mehr herunterladen. Beim GPT-2 ging das noch. Das GPT-3 ist exklusiv über Microsoft lizenziert. Das heißt, es läuft auf den Servern von Microsoft, was auch dahingehend fast schon sinnvoll ist, weil der Betrieb von einem derartig großen Modell relativ aufwendig ist. Die sollten idealerweise dafür dedizierte Grafikkarten einsetzen, die ausschließlich dieses Modell verwenden und es nämlich permanent im Grafikkartenspeicher halten, damit sie es nicht ständig neu laden müssen. Allein dieser Aufwand, das Modell einzuladen, ist schon nicht unerheblich. Die kriegen das auch heutzutage nicht mehr in eine einzelne Grafikkarte. Sie brauchen bereits mehrere Hochleistungsgrafikkarten, um nur eine Instanz von diesem Modell zu speichern. So, das ist also alles ein ziemlicher Aufwand und da gibt es halt auch die Kritik, dass die Innovation in diesem Bereich langfristig hemmen wird, weil es eben niemand anderes mehr machen kann. Es wird eben keiner an einer Universität mal kurz hier ein besseres Modell finden, weil er gar nicht die Möglichkeit hat, hier mitzuspielen auf dieser Ebene. Man kann nur hoffen, dass vielleicht hier dann doch die clevereren Leute sitzen, die ein Modell finden, das eine vergleichbare Leistung bringt, aber mit deutlich weniger Ressourcenaufwand. Das geht noch. Dieses Wettrüsten bei Datenmenge und Rechenaufwand ist einfach finanziell nicht zu stemmen.
Es gibt ein bisschen Ansätze, wo man das versucht, in einem Verbund zu lösen, gerade auf europäischer Ebene, weil man sagt, man möchte hier die Sprachdiversität auch ein bisschen verbessern, dass man also mit deutschen und französischen Trainingsdaten und Ähnlichem mehr arbeitet und das dann in einem Verbund über mehrere, ja, Rechencluster oder so etwas vielleicht trainieren kann. So, und da ist eben auch hier aus einem Artikel hier in der New York Times ist dieses Zitat: The danger they say is that pioneering artificial intelligence research will be a field of haves and have-nots. And the haves will be mainly a few big tech companies like Google, Microsoft, Amazon and Facebook, which each spend billions a year building out their data centers. Und das betrifft natürlich auch den Zugriff auf diese Ressourcen, wo man eben entsprechend auf Microsoft-Dienste zugreifen muss, wo sich auch allein schon bei uns die Frage stellt, ob das überhaupt mit den Daten der jeweils zulässig ist oder ob wir hier über, ja, wir wissen vielleicht, dass gerade die Kritik läuft, die Schulen sollten kein Microsoft Teams mehr verwenden, weil die Datenzentren von Microsoft in den USA nicht gegen geheimdienstliche Zugriffe darauf gesichert werden entsprechend. Wir haben nicht die entsprechenden vertraglichen Zusagen von Microsoft, um entsprechende Dienste hier legal eigentlich einzusetzen. Das wurde jetzt während Corona etwas ja, toleriert und jetzt greifen langsam die Datenschützer hier ein. Da stellt sich also die Frage, ob wie legal wir hier momentan GPT-3 verwenden könnten, wenn es in irgendeiner Form um personenbezogene Daten geht. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn man etwa an Länder denkt, in denen zwar auch kluge Köpfe sitzen, die aber noch weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Also könnte ein Forscher jetzt in einem Entwicklungsland, das kann jetzt Afrika sein, das kann aber auch eben solche ja, BRIC-Länder sein beispielsweise, die jetzt nicht Entwicklungsländer, sondern Schwellenländer sind zum Beispiel, auch die haben dann vielleicht gar nicht die Möglichkeit, hier drauf noch zuzugreifen. Das ist schon auch ein bisschen kritisch. Es wird für Startups schwieriger, in diesem Bereich wirklich etwas ja, Neues zu schaffen, wenn sie sich nicht in die Abhängigkeit von Microsoft begeben. Und das halte ich schon für eine ja, bedenkliche Entwicklung. Und da bin ich auch durchaus nicht der Einzige, der es ein bisschen skeptisch sieht. Ich bin natürlich auch als Open-Source-Anhänger tendenziell auch sehr für offene Systeme, für offene Forschung und ja, Public Data, Public Code und derartiges. So, abschließend hier also diese ganzen Word Embeddings und neuronalen Modelle zur Verarbeitung von natürlicher Sprache haben drastisch unsere Möglichkeiten verbessert. Brauchen nur an Assistenzsysteme wie Siri und Ähnliches zu denken. Wir haben die Spracherkennung deutlich verbessert, wir haben die Bilderkennung stark verbessert und wir haben auch die Verarbeitung von ja, natürlicher Sprache in Textform, muss man sagen, eigentlich deutlich verbessern können, beispielsweise Übersetzungssysteme. Auch wenn wir an DeepL zum Beispiel denken, wir haben ganz, ganz tolle Übersetzungssysteme, die vor ein paar Jahren in der Form eigentlich noch undenkbar waren. Dennoch benötigen genau diese Systeme derzeit einen enormen Aufwand an Trainingsdaten, einen enormen Aufwand an Rechenzeit, um sie zu trainieren und führen eben dazu zu einer starken Abhängigkeit und Machtkonzentration in diesem Bereich auf einige wenige Giganten. Desto mehr Daten wir brauchen, desto mehr Probleme haben wir aber auch, dort genau diesen Bias zu kontrollieren. Und die Modelle lernen den Bias aus der Sprache, denn der kommt nun mal statistisch da drin vor und ein statistisches Modell muss letztlich das lernen, was da drin steckt. Und je nachdem, in welchem Bereich Sie jetzt hat, trainieren, welche Art von Daten Sie wählen, wenn Sie in historische Literatur gehen würden oder so, dann wäre Secretary wohl typischerweise ein Mann. Also zum einen sieht man es immer in den Rollen, Secretary of State, aber auch so die ganz frühe Rolle eines Sekretärs war wirklich oftmals ein Mann vom Berufsbild her, während heutzutage das Sekretariat sehr, sehr oft von Frauen besetzt ist. Das ist im Wandel der Zeit auch einfach begriffen. Und
genau das spiegelt sich eben auch in der Sprache wider. Das heißt, dass der Beruf von einem Secretary, ich verwende jetzt bewusst das neutrale englische Wort, der Bias davon wandelt sich auch noch im Laufe der Zeit. Wir können ihn nicht einfach so pauschal herausrechnen, wie es auch schon versucht wurde, weil es gibt Worte wie eben das Wort schwanger, die nicht neutral sind und die ich auch nicht künstlich neutral machen sollte, sondern die schon in dem Sinne eine eindeutige Aussage irgendwo, ja, treffen. So, das heißt, so ganz leicht ist es nicht, diesen Bias loszuwerden. Und es hilft halt auch nicht, den Bias loszuwerden, einfach nur mehr Daten drauf zu schmeißen. Schon gar nicht, wenn ich diese Daten recht unkontrolliert erhebe. Das heißt, wenn ich über Bildsuche oder derartiges aus dem Internet noch mehr Fotos abgreife, dann verstärke ich unter Umständen sogar noch diesen Bias. Das fängt mit so Sachen an. Die meisten Bilder von Bräuten und Hochzeiten und Ähnliches, die man im Internet findet, sind von professionellen Hochzeitsfotografen und meistens besonders bombastische Hochzeiten, strahlend weiße Kleider, alles meistens sehr, sehr stark, mit sehr viel Geldaufwand auch gemacht und derartiges. Und andere Kulturen, das können auch sehr prächtige Hochzeiten sein, beispielsweise in Indien oder so etwas, aber sie sind dann meistens dann nicht in Weiß. Werden dann von den Systemen zum Beispiel schon viel, viel schlechter erkannt. Man hat beobachtet, dass bei bestimmten Suchbegriffen in Google auch bereits so ein Bias auftritt. Also wenn man nach drei weißen Teenagern sucht, dann kriegt man halt sehr, sehr viele Modelbilder, die von Agenturen oftmals stockfotomäßig verkauft werden, wo halt dann irgendwie drei Leute auf der Couch sitzen und sich über irgendwas freuen, so in etwa. Wenn man nach einem Suchbegriff wie so wie Black Teenagers oder so etwas googelt, man würde natürlich heutzutage das nochmal anders ausdrücken, aber auch wenn man kann ja auch nach Altersschreibweise sozusagen googeln, dann kriegt man wohl sehr, sehr viele Polizeiberichte aus den USA. Das heißt, die haben dann alle auf einmal gerne orangene Kleidung an oder so etwas. Das verstärkt eigentlich einen Bias sogar noch, wenn ich diese Daten derartig erhebe aus dem Internet und mir einbilde, ich hätte dann eine akkurate statistische Repräsentation der Wirklichkeit. Nicht alle Nutzer sind gleichmäßig im Internet und in den Bildern und in den Texten vom Internet wiedergegeben, sondern da gibt es immer bestimmte Gruppen, die besonders lautstark auftreten und die weniger lautstark auftreten. Twitter war lange Zeit die Piraten sehr dominant, später dann die AfD. Wenn sie in Twitter eine Wahlumfrage machten, dann war manchmal der AfD die stärkste Partei. In der Realität ist die es zum Glück nicht. Das würde sich auch in den Texten widerspiegeln. Wir haben diese ganzen Trollarmeen beobachten können. Da wird also auch gezielt manipuliert. Und alles, was ich dann blind statistisch auf solchen Sachen trainiere, wird einen Bias drin haben. Und desto mehr Daten ich versuche, solche Daten zu sammeln, desto mehr kriege ich tendenziell genau so einen unerwünschten Bias rein. Das heißt, es wäre eigentlich schön, wenn wir Ansätze finden, die mit weniger auskommen, mit weniger Daten arbeiten können. So, diese Modelle sind für bestimmte Aufgaben trainiert. Beispielsweise eben Übersetzung. Und dann ist es nicht ganz so leicht, sie für ein anderes Problem einzusetzen. Die sind nicht so generell, wie wir das gerne hätten, auch wenn hier mit Few-Shot-Learning, Zero-Shot-Learning bereits ganz eindrucksvolle Ergebnisse erzielt wurden. Es ist halt dann doch immer noch ein gewisser Aufwand, diese Sachen auf ein konkretes Problem anzuwenden. Ich kriege einen von BERT, wenn ich das mal einfach blind auf einen Text laufen lasse, halt einfach einen Vektor für jedes Wort. Aber was habe ich dann erreicht? Ich habe eine Menge von Vektoren, aber wie mache ich weiter? Das ist so ein Punkt, der oftmals irgendwie gerne ignoriert wird. Man ist stolz, dass man BERT laufen lassen kann und dass man eine Datenbank anlegt, in denen diese ganzen Vektoren drinstehen. Bloß werden sie auch genutzt. Und wenn ich sie nicht nutze,
ist es nicht eine Energieverschwendung, sie überhaupt zu berechnen? Gut. Ja, und die Modelle, die wir jetzt gerade haben, brauchen immer mehr Rechenleistung, immer mehr GPUs. Da kommt auch eine gewisse Latenz mit rein. Ich müsste, damit ich sie wirklich dann zeitnah einsetzen könnte, eigentlich die Modelle permanent in der GPU vorhalten. Das heißt, ich brauche eine reservierte GPU für diese Aufgabe und ich brauche genug Kapazität, um dann schnell genug reagieren zu können. Kann ich das wirklich noch einsetzen? Habe ich den Zugriff und die Ressourcen, alle meine Nutzer-Suchanfragen durch eine GPU zu leiten? Oder ist das zum einen zu langsam und der Nutzer will gar nicht so lange auf seine Antwort warten? Zu teuer, weil ich die entsprechende Rechenleistung vorhalten muss und anmieten muss? Und ist das dann wirklich qualitativ so viel besser? Oder ist es nur schick gerade? Ist es gerade der aktuelle Hype? Das sind alles Punkte, die Sie sich überlegen sollten, wenn Sie solche Ansätze irgendwo umsetzen wollen. Ist es wirklich zielführend oder ist es nur schick?